Video möchte ich euch mal zeigen, wie man riesige Slimes spawnt. Jetzt ist sowieso Nacht, dass man die Schwierigkeit auf den einfach stellen, dass es überhaupt geht. Also die Schwierigkeit muss auf einfach gestellt werden. Das entdeckt im Moment noch so ordentlich. Aus welchem Grund auch immer. Jetzt fängt es langsam. Und hier auf Slime warten. Und da, wie man ein Slime spawnt ist. Also erstmal darauf kommt der ich dann. Und da ist Simon. Slime. Groß ist man das. Wenn jetzt alt groß und das Fluss dann und diese Klammer bekommt, weil das weltbestimmte Zeichen. So. Das heißt, da ein höher gespawnt. Wenn jetzt alt groß und 7 und dieser geschwungen ist. Eigentlich die Klammer zu kriegen. Groß ist S, Zeit, Doppelpunkt 10 und dann alt groß ist 0. Und ein großer Slime. Ein riesig großer Slime ist das. Demnächst dürfte jetzt hier auch Slime spawnen, weil die Sumpfbiom nachts ist. Jetzt hat man hier so einen riesigen Slime, der also einfach nur mit Teis. Man kann natürlich auch einen größeren oder kleineren Slime spawnen. Das Spiel sieht dann. Also ich gebe jetzt nochmal ein. Diesmal die 5 bei 20. Da sieht man auch, muss groß geschrieben werden, weil sonst steht er erst, kann doch jetzt nicht erzeugen, so. Jetzt habe ich hier einen 20er Slime. Diese riesig großen Slimes, die muss man ziemlich auch schlagen mit dem Dia-Schwert. Und jetzt zum Beispiel hier Game Mode. Gar nicht Game Mode 1, sondern Game Mode 0. Das bringt ordentlich Schaden, diese Slime. Da habe ich übrigens noch eine Slime-Farm gebaut. Also die funktioniert in der 1.6.2 und hier gucken wir, ob sich hier auch Slime gebildet haben. Also hier ist dann auch Slimes gespawnt zu sein. Ja, hier ist ein Slime. Das ist eigentlich ein kleiner Slime. Riesige Slimes spawnen sowieso nicht. Natürlich. Hier sieht man einen kleinen Slime. Hier scheint weiter unten erstmal nichts zu sein. Hier ist weiter unten erstmal nichts. Kommen diese Slime-Geräusche her. Und die von der Oberfläche. Da haben wir so ziemlich laute Geräusche. Und dann versuchen wir so einen riesen Slime zu töten. Das ist eine ganz komische Hitbox hier bei so einem 20er Slime. Ich muss am besten mit Lava töten, diesen riesigen Slime. Na los, gehen wir zu mir. Ah, Lava hier. Ich hopp da wieder in die Lava rein. Jetzt guck mal, ob das vielleicht doch wieder in die Lava rein wird. Das dann soll nicht verbrennen. Ich habe versucht, dass dieser Slime verbrennt. Jetzt ist der schon wieder weg von hier. Dann kannst du einfach den brennen machen. Einfach nur als Ende des Videos noch diesen Slime hier verbrennen. Hier kann alles schon mit Lava machen. Gar nicht mal so einfach, um diesen Slime zu verbrennen.
Das ist ja einer, der bei Zeit nur bei Zeit 20 angibt. Da kommt so ein Slime heraus. Die spawnen nie natürlich, aber der würde einen in einen Schlag töten, habe ich schon mal erfahren. Oder mindestens 6 Herzen abziehen in einen Schlag, also ein töten soll ich längst mal tot. Von diesem Slime. Erstmal da rein. Rein in die Lava. Hier richtig ein Lavaschild machen. Und das Slime verbrennt. Rennt der? Jetzt mal deine Richtung. Nein. Jetzt geht er dahin. Mitten in die Lava. Das sind teilweise mehrere Minuten. Oh, jetzt. Jetzt sind da so kleinere, etwas kleinere Flying. Da sind aber immer noch riesig große. Immer noch verhältnismäßig riesige Slime. Und jetzt keine richtig große. Das sind große Slime. Das sind jetzt mittelgroße, das sind kleine und jetzt sind die weg. Das ist noch ein relativ großer Dreier-Slime, glaube ich. Drei Blöcke Slime. Der teilt sich in einer auf. Und die Slimes schwimmen. Das ist ja jetzt bei der Version 1.8. Wird das jetzt der Fall sein. Dass jetzt solche riesigen Slimes. Also die können wir mit dem Summon-Befehl abholen. Ich hoffe mal, dass das Video euch jetzt gefallen hat. Dann gebt dafür einen Daumen hoch. Dann, also ich mache das jetzt Outro als schöner Abschluss nochmal ein. Ein Slime der Größe 50. Das sind die relative Koordinaten. Die Gastlein. Der dauert so ein ganzes Weilchen, der verbrannt. Jetzt hopst er weg. Die möchte ich jetzt auch noch verbrennen. So, hier noch die Lava packen. Das ist tagsüber geworden. Das ist mal hier. Den Slime zu verbrennen, das aber nicht ganz einfach scheint. Lava hin. Auf den Bäumen drauf. Alles voll mit Lava, die Welt hier. Das Slime mal hier stirbt. Dann kommt das Slime, kann man nämlich nicht direkt töten. Wirklich gigantischer Slime. Normal wird man bei Zeit 2 liegen. Also das sind die großen normalen Slimes. Der hat bestimmt 100 Leben hier, der Slime. Und dann fackelt die auch schon alles ab. Also Lava, der schwimmt in Lava hier, der riesige Slime. Die riesige Flammen, die sind jetzt hier 5 Blöcke, so ein Pixel. Jetzt nehmen die 5 Blöcke hoch. Der ist schon seit 2-3 Minuten fast ununterbrochen am Brennen. Und der ist immer noch am Schaden gekommen, der riesige gigantische Slime. Die könnte man, glaube ich, so mit dem Schwert nicht mal töten.
jetzt das Ding dann endlich mal. Dauert beim 50. Nein, scheinbar ewig lange. So riesig dann. Riesig die ganze Zeit brennt das Slime von innen. Mann, Slime. Das sind die scheiße Augen. Da auch die Lava da oben, auf dieser Lava schwimmt da oben drauf. Das ist wirklich gigantisch. Bei 20 kann man es so gerade noch mit dem Schwert machen, aber bei 50 ist es glaube ich nicht mehr so möglich. Deswegen kann man sie nur noch mit Hilfe von Lava töten. Oder ein riesig großer Ozean, der oben zugemacht ist, weil ja schwimmen kann, allerdings. Nein. Also würde der hier Unmengen an Slimeboards geben, wenn man den unter Wasser macht, weil Lava verschwinden im letzten Item. Das ist hier immer noch am Brennen, das kann doch nicht wahr sein. Und dann muss ich mehr Lava machen zur Sicherheit. Falls die etwas kleinere Pflanze da ausbüchsen. Immer noch 50. Es ist jetzt schon Mittag, also. Der ist schon seit einigen Minuten am Brennen, gell? Der ist schon seit kurz vor Sonnenaufgang, habe ich ihn angezündet und jetzt ist er immer noch bei Größe 50. Also der braucht sehr lange. Der hat bestimmt mindestens 1000 Herzen, schätze ich mal. Nur 30 Herzen pro Sekunde verliert und er ist noch 6 Minuten am Leben. Dann hat er ja 300 Sekunden mal 3 Herzen, also mindestens 1000 Herzen hat er jetzt schon an Schaden bekommen. Und der ist immer noch am Leben hier. Jetzt ist er tot. Und jetzt teilen sich da zwei kleinere Slimes auf. Die werden wahrscheinlich immer noch eine Minute brauchen, bis sie verbrannt sind. Wahrscheinlich dauert 20 das Slime. Da wundert das sein, dass bestimmt gleich sogar zwei ganze Minecraft-Tage dauern, bis der tot ist. Schwimmen hier tot in der Lava rum. Packeln ab. So. Das ist aber eine kleinere Slime. Ich glaube, es ist 10er Slime. Oder 8er Slime. Die gehen jetzt schon etwas schneller. Dauern noch 15 Sekunden, bis sie verbrannt sind. Zack, das sind die großen. Die dauern 2-3 Sekunden. Die mittleren sind direkt und dann die kleinen. Zack, sofort tot. Hier sind noch immer noch große Slimes. Nein. Die Lava können sie auch noch verbrennen.
verbrennen die alle. Ein paar Pflanzen sind zurückgeblieben. Aber ein paar sind noch unterwegs. Ich glaube, das ist der bisher noch größte. Aber kleine winzige Slime sind ja auch noch unterwegs. Zack, da ist eine große raus. Oder ist das nein? Ne, irgendwie ist das zwischen mittel und groß, dieser Slime. Eineinhalb Löffel so groß ist der. Ach, nur Mittelschleim. Halt sich die Kleine. Ich könnte aber jetzt schwimmen. Da hoffen wir mal, dann habe ich jetzt mal Aufnahme. Stopp. Und dann gebt hier einen Daumen nach oben, kommentiert das Video und abonnieren.